vor euch liegt. Doch ich werde da sein, um euch zu führen, solltet ihr zu weit von eurem Weg abkommen. Aber Zandalor hatte recht. Ihr müsst Lord Lovis finden. Sagt ihm, dass ich es war, die euch geschickt hat. Und er wird euch sicher helfen. Okay. Jetzt zurück zu den Leuten, zu den Wachen oder Soldaten der neuen Orden, die vom Troll getötet wurden. Alter, da ist mir echt bewusst geworden, dass ich die Soldaten in den Tod geschickt habe. Dass mein Blut, dass ihr Blut an meinen Händen klebt. Guten Tag, Drachentöter. Willi ist mein Name. Das ist Musik. Ich bin Geschäft. Zuerst oder aber so günstig, dass ihr mich für geisteskrank halten werdet. Zudem, wenn wir uns das nächste Mal... Später. Das schaffen wir nicht. Der ist viel zu groß. Dieser verdammte Leutnant. Alter. Und ich bin daran schuld. Und Quicksave. Die Musik kommt mir ein bisschen zu laut vor. Yes, Level 8. Das heißt für mich erstmal, die Hose wird angezogen. So, dann auch nebenbei hier Intelligenz, Gewandtheit. Ne, so viel Gewandtheit auch wieder nicht. Und Lebenskraft. Dann kommt noch das hier dran. So. Nix da, mich so kriegst nicht so schnell tot. Knochenschützer. Heilige Scheiße. Okay, Quick Save. Oh, verdammt, guck mal rein. Toll, jetzt habe ich mich fast umsonst durchgekloppt.
Sprecht das Wort, um passieren zu dürfen. Nicht ein weiteres Kennwort. Oh doch. Oh doch. Zack. Stirb, Skelette! Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Ja, Arschkraut. Heilige Scheiße! Gar nicht gut. Ich bin schwer verletzt. Heilige Scheiße. Das war sowas von knapp. Falschtaste. Ich kann nicht. Das war einfach. Okay, da hinten werden wir langsam zu viele. Zack. Quicksaven. So. Wer schießt denn schon wieder auf mich? Ich fühle mich gar nicht gut. Heilige Scheiße, ey. Au, 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 au. Ich könnte jetzt einen. Trank vertragen.
Alter, guckt mal, wie viele Skelette hier gibt. Ihr übertreibt doch nicht, Leute. Hier oben gibt es natürlich auch Skelette. Die unten Viecher machen mehr Schaden als die Nahkämpfer. Der Bogenschützen. Alter! So, und zack, und rein! So, machen wir kurz einen Quicksave. LOL. Stimmt ja, ich kann extrem heute hochspringen. Alter! Aggressive Bastarde! Oh, der Level hat mich doch gerettet, ey. Safen. Nee, falsche Taste. Mach hier noch was neu. Fähigkeiten. So, hier ist ein Hebel. Ja, aber doch für außen. Die Tür geht nicht auf. Ach hier. Ja. So, da ist ein Buch. Blutbeflecktes Tagebuch.
Ich nehme den hier. Könnte immer Verstärkung gebrauchen. Also am besten ja jetzt schon. Ach scheiße, ich hätte noch... Ah. Ich muss erstmal einen Beschwörungszauber haben, um das ich habe eine Passivfähigkeit freigeschaltet. Na toll, ich Volldepp. Alter! Kommt mal klar in euer Leben! Oh, dachte ich, das ist... Alter, bei jedem Kampf ein Quicksave, ey. Lebe noch was gegessen. Was haben wir da hinten? Noch mehr Gegner. Überhaupt nicht übertrieben. Überhaupt nicht übertrieben. Scheiße. Aha. Oh. Folgen wir mal die Spur. Quick save. No! Scheiße, zum Glück habe ich einen Quick save gemacht. Aua! Ich komm doch nicht runter, bin doch bescheuert! Jetzt komme ich runter. Taktisch. Was haben wir da? Auf der Stufe 12.
Stufe 12? Soll ich eigentlich schon hier sein? Ach hier, das wollte ich mal kurz lesen. Möchte eine Audienz beim großen Herrscher des Turms, Lovis dem Großartigen, aber diesen verdammten Skeletten greifen jeden an, den sie sehen. Dennoch werde ich versuchen, mich in der Nacht an ihnen vorbeizuschleichen, und wenn mir die Götter gnädig sind und den Mond Wolken hüllen, werde ich es sicher. Meine Scheint wohl nicht so, mein geiler Freund. Du bist nämlich schon tot. Und ich nicht, weil ich die Skelette alle töte und nicht vorbeischleiche. Nix. Nada. Finito. Automatische Speicherung? Gut gemacht. Wir sind hier. Lord Lovis ist ganz in der Nähe. Automatische Speicherung? Das heißt nichts Gutes. Alter, alle Kisten sind leer oder was? Luffy schon alles weggegessen oder was? Selbst das Gold. Birgt einen Zauber in euch bekannten Schriftzeichen, deren genaue Bedeutung sich euch jedoch nicht erschließt. Ich versuche dann noch den Zauber zu lesen. Was das wohl bewirkt hat. Lol. Save, skip. Quick save. What? Jemand zu Hause? Juhu, Lovis! Hallöchen! Ich nehme mal was aus einer Kiste raus. Stand für meine Sammlung. Riesengroße skelettartige Viecher. Das heißt nichts Gutes. Aber egal, ich warte mal Lovis seine Kisten mal looten. Lovis, nicht Lovis. Sorry Leute. Er braucht's eh nicht mehr. Er ist tot. Was zum Teufel habe ich gerade eingesammelt? Oh, Stufe 14. Aber halt ich. Was ist, warte mal, ist das einhandig? Ja, Einhandschwert. Halt ich. Quicksave. Seid ihr gekommen, um eine Audienz bei Lord Lovis zu erhalten, Sterbliche? Ja, deswegen bin ich hier. Dann beweist, dass ihr das nötige Wissen habt, um von ihm empfangen zu werden. Wer gebar Lord Lovis? Keine Ahnung. Ihr liegt falsch. Wem dient Lord Lovis? Ein Drachengott. Sehr gut. Was war Lord Lovis größter Sieg? Sehr gut. Wer hat Lord Lovis Untergang in die Wege geleitet? Sehr gut. Unter welchem Namen war das Trümmertal bekannt, als Lord Lovis noch dort herrschte? Sehr gut. Und damit ist die Wissensprüfung beendet. Man erachtet euch als würdig genug, meinen Meister zu sprechen. Ehre, wem Ehre gebührt. Okay. Nee. Was haben wir denn da? Ein Sterblicher ist in meinen Turm eingedrungen. Sicherlich ein Versehen. Ich ganz, Lord Lovis. Ich wurde von Lady Talan höchstpersönlich hierher geschickt. Ein Drachenritter hat euch hierher geschickt?
eine interessante Wende des Schicksals. Jedoch nicht unerwartet. Sie dachte, dass ihr mir vielleicht helfen könnt. Ja, und wie sollte ich euch helfen können? Der Schwarze Ring muss zerstört werden und ich werde dafür sorgen, möglich mit eurer Hilfe. Unbedingt. Ist wohl eher das Wort, das ihr sagen wollt. Wie es das Glück will, weiß ich, was Talana vorhat. Und obwohl ich ihre Absichten gutheiße, halte ich ihr Ziel für bedenklich. Ich verstehe weder eure nach Talans Feindlichkeit gegenüber Tamien, ihr Drachen habt euch mit dem verbündet und den Göttlichen getötet. Welche Verbindung besteht zwischen Tamien und der Halle der Seelen? In ihr verweilt die Seele seiner großen Leidenschaft. Iger. Ihre Seelen sind miteinander verbunden und dadurch eins, im Diesseits wie im Jenseits. Legt sich der Schleier des Todes überein, so sterben beide. Damian sprach den Zauber jedoch nur wenige Augenblicke nach der Exekution seiner Angebeteten. Dadurch wurde die Wirkung des Zaubers umgekehrt. Sollte nun Igarna wieder zurück ins Leben gebracht werden, ist Damian derjenige, der stirbt. Das war Talanas Mission. Und jetzt ist es euch. Erzählt mir von Ygiana. Als Damian unter der Vormundschaft des Göttlichen aufwuchs, war er sich der Tatsache nicht bewusst, dass er die Inkarnation des Bösen ist, das einst von seinem Ziehvater vernichtet worden war. Der Schwarze Ring wusste jedoch davon, und entsandte eine junge Hexe, um seine schlummernden Kräfte zu wecken. Das tat sie. Und sie verliebten sich sogar. Für das Paar ging alles gut, bis Igarna entdeckt und vom Göttlichen enthauptet wurde. Damian, der in der Zwischenzeit ein großer Zauberer geworden war, verband seine Seele mit der seiner Liebsten, als sie die Klinge zu spüren bekam. Danach brach der erste Dämonenkrieg aus, den der Göttliche mit seinem Heer aus Paladinen für sich entscheiden konnte. Die zweite Plage durch Damian, der große Krieg, verlief weniger erfolgreich, wie ihr wisst. Er endete in einer erbitterten Pattsituation. Gewinner und Verlierer stehen noch nicht fest. Ich stehe weder. Ach, das habe ich schon vorgelesen. Nein. Ihr nennt uns Verräter. Aber wir sind diejenigen, die verraten wurden. Damian hat einen Ritter manipuliert und ihn dazu gebracht, euren gottgleichen Meister hinterrücks zu erstechen. Er setzte seine Pläne in die Tat um. Der Göttliche ist tot. Seine dämonische Armee erlitt große Verluste. Ja, aber verborgen vor menschlichen Augen lässt er seine Streitkräfte wieder erstarken. Wie sorgfältig er doch sein hinterhältiges Spiel geplant hat.